Frohe Ostern, heute stelle ich euch mal meine Schwester vor, das ist die Maike. Hi. Hallo. Naja, es ist so, wir suchen Steine, bemalen die, beschriften die, verstecken sie oder legen sie aus und machen damit anderen eine Freude. Naja, ich dachte mir einfach, den Bambergern macht das so einen Spaß. Ich bringe einfach mal ein paar Steine mit und werde die heute in Ginsheim auslegen. Und zwar um die Eisdiele, am Bürgerhaus, am Altrhein und so dazwischen, damit die Ginsheimer auch mal ein paar Steine finden können. Ja, ich habe bei Facebook ein bisschen gescrollt und habe mir überlegt, guck so hin und denke, oh, da hat ja jemand einen Stein gefunden, sich total darüber gefreut. Ich glaube, da stand Mut oder sowas drauf. Und habe mir gedacht, Mensch, das wäre ja toll. Und hinten stand aber Elbstones drauf, das Ganze im Norden an der Elbe. Und die meinten dann, ja, ich könnte einfach eine andere Gruppe eröffnen, nämlich in Franken. Und so bin ich dazu gekommen. Und angenommen, ich laufe jetzt irgendwo rum und finde so einen Stein, was mache ich dann damit? Ja, da freust du dich erstmal, schaust den an, überlegst dir, was ist denn das, drehst den rum und wirst dann sehen, da steht drauf Frankenstones, machst ein Bild von dem Stein, postet es in Facebook, in diese Gruppe herein und dann legst du ihn irgendwo wieder aus. Was ist, wenn man jetzt nicht nur Steine suchen und wieder auslegen möchte, sondern sagt, hey, finde ich eine coole Idee, ich will selber Steine bemalen, was macht man dann? Dann geht man erstmal sehr aufmerksam durch die Gegend, sucht Steine, die sich dafür eignen, am besten ein bisschen mit einer glatten Oberfläche. Nimmt Acrylfarben oder Lackfarben, manche nehmen auch Nagellack, fängt die an zu bemalen, lackiert sie und legt die aus. Wichtig ist nur hinten drauf ein Hinweis, zum Beispiel, in dem Fall wären es jetzt die Frankenstones oder wenn ihr gerne selber eine Steingruppe machen wollt, auch eine Gigo-Stones-Gruppe, die kann man einfach eröffnen, also kann man dann machen, wie man will. Also wenn ihr Lust habt, Steine zu suchen, dann macht euch doch heute auf den Weg, ihr habt ja gehört, Eisdiele, Altrhein und so weiter und klickt euch dann mal hier rein, das ist die Frankenstone-Gruppe und da findet ihr dann auch weitere Infos auch über die Maike. Ich finde es einfach schön, es kostet nichts und das ist für jedermann zugänglich.